Herzlich willkommen zu Sport und Abenteuer. Mit diesem Video möchte ich euch kurz und knapp über die wichtigsten Kauftipps zum Thema Geschenke für Läufer informieren. Doch bevor wir starten, schaut einmal unterhalb des Videos unter www.sport-und-abenteuer.de, denn dort bekommt ihr nicht nur diese Tipps, die gleich folgen, sondern noch viele weitere Geschenktipps. Und wir starten direkt mit Tipp Nummer 1, ganz, ganz wichtig immer. Viele haben sie schon, aber viele eben noch nicht. Die berühmte Smartwatch. Darin könnt ihr einfach eure Daten hinterlegen, also Wegstrecke, Puls, Schrittzähler, Entfernungsmesser und alles, was das Herz begehrt, je nachdem, wie viel Funktion man auch haben möchte. Ist auch mal ein gutes Gruppensammelgeschenk, wo man vielleicht mehrere beteiligt, denn solche Smartwatches sind nicht ganz billig und je mehr Funktion, desto teurer, aber auf jeden Fall eine super Geschenkinvestition. Tipp Nummer 2, Laufsocken. Auch das immer sehr begehrt. Sie haben eben gerade spezielle Socken, wo ich eine gute Polsterung im Fersen- und Zehen- oder im Ballenbereich habe, die aber auch noch atmungsaktiv sind, also eine gute Luftzirkulation habe, damit ich nicht so schnell drin schwitze. Tipp Nummer 3, Trinkgürtel mit Flaschen. Eigene Erfahrung, ich habe mich am Anfang immer schwer getan, wohin mit meinen Sachen, Portemonnaie, Schlüssel, Wasser, ein Trinkgürtel oder entsprechend ein Gürtel für Flaschen, den man gut fixieren kann um den Bauch herum. Da habe ich fest meine Flasche drin, stört und wackelt nicht. Ich habe aber auch noch ein Zusatzfach für meinen Schlüssel, für mein Portemonnaie oder für mein Handy. Auf jeden Fall zu empfehlen. Tipp Nummer 4, die Stirnlampe. Auch das ist für jeden Läufer immer Gold wert. Nicht irgendwo eine Lampe noch in der Hand zu halten, sondern oben an der Stirn. Gerade wenn ich vielleicht in der Dämmerung mal abends laufe oder bei schlechtem Wetter laufe, habe ich einfach noch genügend Licht, sehe auch noch meinen Weg. Und ganz wichtig, auch noch Thema Sicherheit, ich werde auch noch gesehen. Und das ist beim Laufen, gerade wenn man irgendwo vielleicht auch im Verkehr irgendwo unterwegs ist, an der Straße läuft, immer ganz, ganz wichtig. Und Tipp Nummer 5, Klassiker, ein Buch, ein Marathonbuch mit den schönsten Strecken. Auch das findet ihr unterhalb des Videos. Die schönsten Strecken, tolle Impressionen, die richtig Lust aufs Laufen machen. Weitere Informationen bekommt ihr unter www.sport-und-abenteuer.de. Besucht uns bitte auf unserem YouTube-Kanal unter Sport und Abenteuer. Schaut euch da noch viele weitere interessante Kaufrat- oder Geschenktipp-Videos an. Zum Thema Sport, zum Thema Freizeit und natürlich zum Thema Laufen. Und jetzt viel Erfolg und viel Spaß bei der Suche nach dem richtigen Geschenk. Wir hoffen, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Zum Abonnieren des Kanals klicken Sie hier. Für weitere interessante Videos klicken Sie hier.